Lass uns ein paar Kilowatt Strom in den Topf tun. Ach, Harvey, das klappt so nicht. Jetzt hast du es doch gesagt. Was? Ah, verflucht. Na gut, dann ist es jetzt halt draußen. Das klappt so nicht, das klappt so nicht, das klappt so nicht. Irgendwie befreiend. Wollen wir den Kleiderbügel unter Strom setzen? Wozu? Um unser Nervenkostüm zu stärken. Mann, Edna, das hier ist ein Adventure-Spiel. Da tut man sowas halt. Probieren wir erstmal alles andere, okay? Nicht nötig! Alles unter Kontrolle! Wollen wir den Kleiderbügel unter... Wozu? Mann, Edna, tut... Probieren... Oh. Hey, dir ist nicht erlaubt, hier frei... Ich bin schon weg. Nicht so schnell. Alarm! Was gibt's? Na, was wohl? Wo sind denn die anderen? Sind Stiesel und... Müsstest du das nicht wissen? Ich bekomme nicht mit, was sonst so vor sich, aber offensichtlich steht ja die ganze Bude Kopf, seitdem der Doktor weg ist. Es ist nur, ich hatte noch nie einen Flücht... Ich... Ist ja schon so verkehrt. So, und hier... Das habe ich wohl vermasselt. Hallo da drüben. Oh, eine neue Nachbarin. Kommt nicht langsam mal der nächste Ausgang? Tja, irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass die Zeit langsamer läuft, während wir reden. Oh, da kommt er schon. Und los geht's. Da kommt der nächste Ausgang. Thank you.
überall Muster reinzuschneiden, dafür ist mir meine Zeit. Als Kind hatte ich immer Angst vor Schränken. Ja, damit komme ich in den Spalt zwischen Kommode und Schublade. Mit etwas Glück. Na, wer sagt's denn? Ist ein alter Schlüssel in der Schublade. Den nehme ich lieber mit. Wenn Dr. Marcel ihn in einer verschlossenen Schublade aufbewahrt, muss der wohl wichtig sein. Erinnert dich dieser Schlüssel an etwas, Harvey? Das nicht. Aber er weckt meinen Ehrgeiz. Irgendwo in diesem Haus gibt es noch eine weitere verschlossene Tür. Wir werden sie finden. Das Geheimnis um diesen alten Schlüssel ist bereits tomatig genug. Das Geheimnis um... Mal sehen. Wow, das hat geklappt. Alfred war sehr ungeschickt mit diesem Drachen. Die Briefkastenfresse war insgesamt sehr ungeschickt. Der sagt mir nicht viel. Der Wind ist ungünstig. Der Wind ist ungünstig. Weckt dieser Drache nicht Erinnerungen, Harvey? Nichts Konkretes. Lass uns weitersuchen. Der gehört zur Tür, mehr nicht. Nein, niemand hat das... Und was ist mit Erinnerung durch ein tomatiges Aroma bereichern? Nein. Nein. Und was ist mit... Klingt gut. Nein. Und was ist mit Erinnerung eine... Nein. Es sollte ein Gesetz gegen vorsätzliche Gedächtnislöschung geben. Gibt es denn keines? Weiß nicht. Wenn, dann kann ich mich nicht dran erinnern. Alfred hatte dieses tolle Fahrrad von seinem Vater bekommen. Ich hatte nur eins vom Sperrmüll. Sieh mal, Edna, Edna, wie ich fahre, ich fahre! Lässt du mich auch mal fahren, Alfred? Sieh doch, Edna, Bremsspuren, Bremsspuren! Ich will auch nur ganz kurz fahren. Sieh doch, Edna, freihändig, freihändig! Nein, ich bin darüber hinweg. Nein, ich... Erinnert dich das an etwas, Harvey?
Nur, dass uns die Hamsterbacke nie hat fahren lassen. Aber das hilft uns wohl kaum weiter. Sehen wir uns doch etwas um. Bestimmt finden wir noch eine nützliche Erinnerung. Nein, niemand... Und was... Nein. Meine Erinnerung ist stumpf und temperaturlos. Ich brauche keine... Auf diesem Bild versucht Captain Unbrauchbar, sich an die Telefonnummer vom Tiefparterre kennen... Auf diesem Bild versucht Captain Unbrauchbar, sich an... Wenn ich einen Abdruck von Dr. Marcells Kniescheibe bräuchte... Yep, sobald ich hier raus bin, rede ich erstmal eine Woche mit den Kissen. Nee, das riecht nach Dr. Marcells Aftershave. Das ist Dr. Marcells Schrein, nicht meiner. Was hältst du davon, Harvey? Dr. Marcel scheint hier regelmäßig zu knien. Das letzte Mal kann nicht lange her sein. Die Kerzen brennen noch. Der war nur für die Tür. Wenn ich einen Abdruck... Ich glaube nicht, dass Dr. Marcel unterzeichnet, nur weil ich es ihm hier hinlege. Sich mit Erinnerungen zu beschäftigen, ist auch eine Therapie. Ich stelle ihn einfach hier hin. Vielleicht will der Doktor ja mal sein Holzauge rausnehmen, wenn er hier ist. Kissen kann man nicht Kleider bügeln. Ist so. Nein, es tropft hier nicht rein. Bei dem Fleck da handelt es sich nur um Dr. Marcells Kniescheibenflüssigkeit. Ob der Doktor es merkt, wenn ich sie austausche? Die Frage wird wohl unbeantwortet bleiben. Ich will das blöde Kissen nämlich gar nicht. Es riecht nach Dr. Marcells Aftershave. Eigenartige Besessenheit allein ist noch kein Verbrechen. Knieflüssigkeit könnte eine weitere der Zutaten des Stinkdrinks sein. Von diesem Platz aus telefoniert der Doktor mit Alfred. Ich werde bestimmt nicht das Kissen vom Doktor ausklopfen. In diesem Bild wärmt Captain Unbrauchbar sein Dinkelspelzkissen im Ofen vor. Krank. Der Mund dazu fehlt. Nein, das finde selbst ich pietätlos. Was bitte? Was hältst du davon, Harvey? Es ist unhygienisch, es ist eklig. Und das gefällt mir trotzdem nicht. Bin ich etwa krank? Sie scheinen keinen Hunger zu haben. Wenn ich die zur Gruppentherapie mitbringe, bin ich sofort durchgefallen. Ich will mich eigentlich gar nicht mehr mit denen beschäftigen. Ich will die nicht umf... Ich will mich...